Grüß Gott miteinander. Diesmal ging es von Zwieselberg nach Rieden und weiter zum Hopfensee und dann hinauf zur Ruine Hopfen. Von hier weiter nach Oberlangeck zur Beichelsteinalpe und zum Schluss noch über das Senkele zurück nach Zwieselberg. Dies ist ein Blick hinauf nach Zwieselberg, wo wir ein bisschen unterhalb gestartet sind. Und auf dem Weg zum Hopfensee hat man einen herrlichen Blick zum Säuling in den Ammergauer Alpen. Da sind wir schon kurz vor Enzensberg und zum Hopfensee geht es nur noch bergab. Im Anschluss folgt die steile Auffahrt zur Burgruine Hopfen. Wir sind jetzt auf der Ruine und schauen jetzt rüber zum Säuling, weiter, weit hinten zur Gartnerwand, Tauern und Tarnäler in den Lechtaler Alpen. Und hinter den Bäumen verstecken sich die Tannheimer Berge mit der Gehrenspitze, Kölnspitze, Filserkegel, Brentenjoch und wieder zu sehen der Abendstein und der Breitenberg. Wir radeln weiter auf guten Feldwegen in Richtung Norden und jetzt sehen wir da hinten schon das Senkele. Im Anschluss geht es dann an Hopferwald vorbei nach Oberlangeck, wo bei einer kleinen Kapelle die steile Auffahrt auf einen kleinen Steiglein zur Beichelsteinalpe beginnt. Gleich sind wir bei der geschlossenen Alpe, schauen nochmals zurück und hinauf auf den Bergrücken von Beichelstein ist es nicht mehr weit. Wir machen hier oben einen längeren Stopp, da die Aussicht einmalig ist. Und hier sehen wir in der Bildmitte die Alpspitz und den Edelsberg bei Nesselwang. Nach der etwas längeren Pause geht es auf dem herrlichen Weg bergauf weiter an der Senkelalpe vorbei, hinauf zum Senkele, wobei uns ein Stacheldrahtverhau wie immer etwas schwitzen lässt. Den Senkele-Gipfel lassen wir links liegen und es beginnt sofort die flotte und vor allem steile Abfahrt. Die Fahrt haben wir gut hinter uns gebracht und wir radeln zuerst flach, dann etwas steiler in Richtung Zwieselberg. An der ersten Kreuzung halten wir uns nach rechts und auf einem etwas verdreckten Weg durch die Bulldog radeln wir nach hinter Zwieselberg und wir sind gleich zurück beim Ausgangspunkt. So, wir sind hinter Zwieselberg angekommen und die Tour ist gleich beendet. Sollte euch die Tour gefallen haben, unter www.gipfelkreuz.de findet ihr die GPX-Datei und weitere Informationen der Route.